Heute möchte ich mit dir ein paar Gedankengänge teilen. Und zwar geht es um das Thema Ängste und Zweifel im E-Commerce. Wenn auch du noch nicht mit dem Internetbusiness begonnen hast, dann ist das Video für dich goldrichtig. Also schau dir das Video bis zum Ende an. Ich verrate dir meine Gedankengänge und vor allem spreche ich hier aus reiner Praxis. Hallo, mein Name ist Pavel Sapa von PSA Marketing. Und heute möchte ich mit dir über den schwierigen Start im Handel auf Amazon sprechen. Es gibt so viele Marktschreier da draußen und man weiß einfach nicht, wie sollte man mit dem Business auf Amazon starten. Viele werfen dir komische Umsätze vor, komische Zahlen, dass es ultra schnell geht, dass du sehr schnell erfolgreich wirst. Dabei ist der Weg das Ziel. Jeder von uns hat grundsätzlich Ängste und vor allem Bedenken. Denn das Business ist bei weitem nicht einfach. Und vor allem geht es nicht von heute auf morgen, sondern es dauert Jahre. Schau mal, ich hatte meine Ausbildung im Einzelhandel gemacht. Der Weg war wirklich schwer. Was meine ich damit konkret? Ich kann mich bis heute noch daran erinnern, um 9.45 Uhr angefangen. Und um 20.15 Uhr hatten wir damals Ladenschluss gehabt und dann noch einmal Kassensturz gehabt. Das bedeutet, ich bin von vornherein den schwierigsten Weg gegangen und habe von vornherein gesehen, wie man mit relativ wenig Geld auskommen muss. Nicht kann, sondern muss. Was habe ich allerdings in der Ausbildung gelernt? In der Ausbildung bereits wollte ich mich bereits schon selbstständig machen. Habe damals ein paar Gedankengänge an meinen Chef erzählt. Mein Chef war damals der Robert. Falls du das Video hier siehst, viele Grüße. Und ich kann mich noch an ein Autogespräch erinnern. Er fuhr mich immer wieder nach Hause mit seinem Auto. Und ich sagte ihm, Robert, du, ich möchte mich selbstständig machen, weil ich habe ja gesehen, was sind für Margen möglich, wie schnell das Ganze gehen kann, wenn man das ansatzweise vernünftig macht. Wenn man ein Warenwirtschaftssystem hat, wenn man starke Produkte geliefert bekommt und vor allem, wenn man zufriedene Kunden immer und immer wieder bedient. Denn die meisten Kunden bei uns damals, in MediaMax, waren Wiederholungstäter. Und er sagte zu mir, Pavel, ich finde das toll, dass du es machen möchtest, aber schau mal, wir sind stationäre Händler. Wir haben die Macht. Wir sind die Starken. Und zusätzlich dazu, wie willst du das alles machen? Die ganzen Retouren fressen doch einen auf. Zusätzlich dazu, wer kauft heutzutage überhaupt online? Das meiste läuft doch regional oder stationär. Die Kunden möchten beraten werden. Von daher halte ich nicht so viel von deiner Idee. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe immer wieder die Restposten in diesem Laden heimlich aufgekauft und habe diese Sachen damals schon auf Amazon veräußert und habe gesehen, Halleluja. Alle schlafen und kein einziger versteht mich. Und wir hatten damals in der Ausbildung zwei Chefs. Also einen Geschäftsführer und einen stellvertretenden Geschäftsführer. Mit dem stellvertretenden Geschäftsführer bin ich bis heute noch so. Das heißt, wir sind bis heute noch Best Friends und ich bekomme immer wieder coole Deals zugeschoben. Und der zweite Filialleiter hat immer wieder an mich geglaubt und hat immer gesagt, Pavel, mach deine Ausbildung, ich verstehe dich mit dem Internet. Aber ob das wirklich so in Maßen funktionieren wird, das weiß ich nicht. Naja, der erste Chef arbeitet jetzt für ein anderes Unternehmen, ebenfalls Elektronikbranche. Er fragte mich, ob ich ihn coachen kann, weil er eine Agentur engagiert hat, knappe 20.000 Euro bezahlt hat und die Agentur hat keine Ergebnisse geliefert. Der zweite Chef hat damals schon sofort mit dem Internetbusiness sehr stark begonnen. Erst einmal mit eBay Kleinanzeigen. Die meisten unserer Coaching-Teilnehmer wissen, was ich von eBay Kleinanzeigen halte. Absolut gar nichts. Aber nichtsdestotrotz, auch da hat er bereits Erfolge. Der zweite Step war eBay und der dritte Step ist natürlich Amazon. Amazon ist die Meisterklasse. Also möchte ich auch von vornherein nicht meine Zeit verschwenden mit diesen Ramsch-Plattformen. Tut mir echt leid, dass ich das sage. Aber wir wissen alle, dass Amazon der Marktführer ist und vor allem, dass auf dieser Plattform Millionen von Kunden sind. Das bedeutet, beide Chefs von damals folgen meiner Philosophie. Das bedeutet, vor 10 Jahren bereits hatte ich diese Vision mit dem Onlinehandel. Natürlich hatte ich Ängste und Bedenken. Natürlich wusste ich nicht, reicht das Gehalt, was ich im Online-Arbitrage-Business verdiene? Und um ehrlich zu sein, es hat damals nicht gereicht. Die ersten 5-6 Monate waren extrem hart. Aber das ist in Ordnung. Vor allem, wenn du ein kleines Geldpuffer hast. Egal, worüber wir sprechen, wir wissen ganz klar, dass es Ängste und Bedenken gibt. Wichtig ist, wie kommunizierst du da draußen mit deinen Lieferanten? Wie gehst du das Thema an? Und wenn du bereit bist, den harten Weg zu gehen, wenn du bereit bist, mehr als nur von 9 to 5 zu arbeiten, dann bist du in diesem Business definitiv richtig. Das bedeutet, wir bieten zum Beispiel unseren Kunden nicht nur den richtigen Fahrplan, solide Großhändler, sondern ebenfalls ein starkes Netzwerk.
von Unternehmern, welche dasselbe Business Tag für Tag ausführen. Denn nur so kann man gemeinsam wachsen. Nur so kann man miteinander Impulse austauschen. Und glaube mir, Ängste und Zweifel sind völlig normal. Wichtig ist, dass du für einige Lebensbereiche starke und vor allem erfahrene Ansprechpartner hast, welche das Business bereits 5 bis 6 Mal durchgespielt haben. Das bedeutet, solltest auch du dich für Online-Arbitrage interessieren, solltest du dich für den Online-Handel interessieren, dann bist du bei uns definitiv richtig. Zusätzlich dazu musst du eine einzige Sache wissen. Es gibt da draußen einen Weg für den Erfolg, vor allem für den langfristigen Erfolg. Denn ich möchte nicht nur heute Geld verdienen, ich möchte über Jahre wachsen, Geld verdienen und das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe nach wie vor mit dem Business Spaß. Das bedeutet, du bist hier bei uns goldrichtig. Ach ja, schau dir ebenfalls unsere zahlreichen Videos hier auf YouTube an. Wir haben mittlerweile mehr als 60 Videos für dich produziert, damit auch du dein Business enorm schnell nach vorne skalieren kannst. Denn Gott sei Dank sind wir eine Community und vor allem leben wir für den Erfolg von unseren Kunden. Das bedeutet, wer möchte, der schafft es auch. Und wenn nicht, dann wünsche ich dir trotzdem viel Erfolg und einen schönen Abend.